Ach ja. Ach ja. Mein Gott, was ist denn los mit meiner Stimme wieder? Okay, sind wir denn jetzt letztendlich gerüstet? Wir haben eine kaputte Spitzhacke und eine heile Spitzhacke. Das ist nicht gerade viel. Aber ich denke mal, da können wir, falls wir fündig werden, direkt vor Ort uns was craften. Und ab ins Wasser. So. Ich würde sagen, liebe Leute, machen wir jetzt Nägel mit Köpfe. Wo bist du nur? Wo bleibst du? Naja. Schade, dass er diese Bilder niemals zu Gesicht bekommen wird. Höchstwahrscheinlich, also nicht, weil ich es ihm verbiete oder... sondern weil er einfach nicht mehr aktiv online ist. Schade. Hat mir Spaß gemacht, ihn zuzugucken. Vor allem natürlich auch diese Minecraft-Folgen. Und The Last of Us. Ganz klare Sache. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen... hoppala. Bett haben wir, ja? Bett haben wir, super. Ich gucke nur noch mal nach. Ich gehe nur noch mal auf Numero sicher. Hier irgendwo ist Lava. Das kenne ich irgendwoher noch. Da habe ich auch so ein Déjà-vu wieder. So, und jetzt laufen wir hier einfach. Das ist ja auch wiederum nicht so... na komm. Ohne Ende Bäume. So. Dann wollen wir mal gucken, ob uns diesmal das Glück hold ist. Hier waren wir bestimmt schon mal drin, oder? Ich meine, ausgeleuchtet ist hier nicht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen. Mal kurz runtergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier ohne Besuch... Hallöchen! Na du Sack! Okay, das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein. Liebe Leute, ich werde, wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier, gleich mal erstmal ein bisschen Eisen uns abbolzen. Abbolzen, ich weiß nicht. Ist das ein gültiger Begriff? Eisen abbolzen? Eigentlich nicht, ne? Den haben wir jetzt einfach mal so erfunden, so frei aus dem Stegreif raus. So, ui, ich höre hier einen Höhlensound in einer Höhle, wohlgemerkt. Ja, Minecraft ist ein sehr schlaues Programm. Und ein Programm, das auch stets einen auf dem Laufenden hält. Ach, wie schön, ich kann wieder Kohle kloppen. Wie hab ich's vermisst? Und ich habe es teilweise wirklich sehr arg vermisst. Ich habe zwischenzeitlich hier auch mal, als ich hier anfangs war, da hatte ich ja noch den anderen Rechner. Wer meine Vlogs gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich dran ja nicht unbedingt erinnern. Aber der wird wissen, wovon ich spreche. Da habe ich mal teilweise versucht, auch wirklich Minecraft zu zocken. Es ging natürlich, ja. Also Minecraft ist jetzt natürlich eine Ressourcenhure. Entschuldigung, darf ich das sagen? Nee, hier gucken ja Kinder zu. Teilweise auch meine Kinder. Also eine Ressourcenprostituierte. aber natürlich hat es funktioniert. Natürlich ganz klar ohne Shader. Aber auch da muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Muss ich die Sichtweite runterdrehen? Okay, das sieht mir aber jetzt nicht wirklich sehr weitläufig aus. Okay. Aber da haben wir halt ein bisschen Eisen. Und zu Eisen sage ich niemals nein. Huch. Und schon kommt die neue Eisenhacke. Eisenspitzhacke. Ja, die kommt dann halt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Beziehungsweise wie man das sagt, verdammt. Ich habe mein Wortschatz zu Hause gelassen. Jedenfalls musste ich die Sichtweite runterdrehen. Ohne Shader und mit normalen Texturenpaket. Und selbst da hat es noch, ja, nicht wirklich... Hui, Hallöchen, Spinne, na du? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Spinnen nicht mag? Weiß ich gar nicht, so oft hatten wir jetzt Spinnen gar nicht, dass ich das hätte thematisieren können. Um nochmal kurz zurückzukommen, jedenfalls der alte PC, der hier stand, der, ja, der hatte... zwar Minecraft spielen können, natürlich nur auf die nötigste Performance runtergeschraubt,
Aber es hat keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwie hat man auch seine eigene Welt vermisst. Ich meine, die eigene private Welt konnte ich natürlich spielen. Aber ich habe ganz ehrlich gesagt diese Let's Play-Welt hier vermisst. Und da habe ich mir auch nochmal überlegt, nebenbei so erwähnt, ob wir die Welt hier nicht doch mal benennen sollen. Also einen richtigen schönen Namen geben. So damit, wie auch hier. Ja, komm her. Ja, wenn du mich so schön anstöhnst, so ein Perversen. Nein, nein, aufs Maul. Ich dachte, jetzt ist hinter mir einer. Das wäre es gewesen. Okay, da scheint es relativ tief runter zu gehen. Sollen wir Kohle noch mitnehmen? Ich wette, wo? Stimm mir nicht ins Ohr, sondern zeig dich, du Mistkind. Okay, ich bin jetzt... Huch, ich musste hier gerade in den Joypad. Das ist das Gamepad. Mauspad? Mein Gott, was ist denn los? Das Mauspad ein bisschen richten. Jedenfalls, liebe Leute, habe ich mir Gedanken gemacht, ob wir diese Welt hier nicht tatsächlich einen Namen geben sollen. Und wenn ja, macht mal Vorschläge, wie wir diese Welt hier benennen können. Ich bin in Sachen Namensgebung ja jetzt nicht so unbedingt das Genie. So. Wow, das sieht sehr einladend aus. Ach ja, hör doch mal auf, Mann. So, was? Hallo? So und so, damit wir uns nicht gleich aufs Maul legen. Na. Ich bin ein bisschen nervös. Man merkt es schon wieder, ne? Habe ich auch schon wieder ewig nicht mehr gemacht. Oha. Oha. Okay, da unten ist definitiv, also ressourcenmäßig, haben wir hier wieder unsere Freude. Ich hoffe ja sehr, dass wir hier irgendwo auch noch auf eine Mine stoßen werden. Das wäre natürlich ein riesengroßes Geschenk. Da wir dann nicht wieder so eine halbe Weltreise antreten mussten. Aber wie gesagt, das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Gut, hier ist erstmal nichts. Die Kohle nehme ich trotzdem mal mit. Allein schon wegen Erfahrung. Und dann würde ich sagen, machen wir uns gleich mal so zaghaft runter. Wir machen uns zaghaft runter. Heute bist du gar nicht so toll wie sonst. Wenn wir uns richtig hart runter machen, hey, du Penner, guck dich mal an, wer bist du überhaupt? Ach ja, mein Gott. Lasst mich. Ich bin wieder hier hin und weg. Mehr weg als hin, aber ich habe keine Lust, ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, einen auf den Deckel zu bekommen. Aha, okay. Ja, ist doch gut. Ich höre dich doch. Ich höre dich doch, du kleiner Perversen. Du kleinen Perversen. So. Versuchen wir uns... Können wir nicht hier irgendwie, dass wir das hier so haben? Mann, das... Ja, ist doch... Hör doch mal auf, Mann. Ich muss doch hier auch arbeiten. Ja, das kann ich nicht, wenn du mir andauernd so mies ins Ohr stöhnst. Was sollen die Leute von uns denken? Hm? So, mach mal hier erstmal Licht. Wie sieht denn das aus hier? Na los. So, geht doch. Und du? Du kannst hier raufkommen. Guck mal, ich mach dir sogar einen Weg. Kannst du raufkommen? Ja, komm. Komm her, komm. Ich muss aufpassen. Ich habe ja vorhin irgendwo ein Creeper gezichtet. Gezichtet. Ich habe ihn gezichtet. Ach so, das ging ja nicht, weil er hier... Hier irgendwo ist ein Creeper. Ich weiß das. Und der kriegt gleich ordentlich aufs Maul. Ordentlich aufs Maul. Auch ein nettes Stichwort. Ich wollte ja... Ich kann das ja hier machen. Jetzt sind wir hier unter uns. Aha, guck mal. Na du, kleiner, mieser... Nein, nein, nein! Du Mistkäfer. Hallo? Ja, so geht's natürlich auch. So, ich hoffe, das hier ist keine Sackgasse und vor allem hoffe ich nicht, dass das jetzt mein Todesurteil ist hier. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist schon mal gut. Was daran gut ist, weiß ich nicht.
Na, lass mich hier durch. Und ich glaube, ich muss mich erstmal hier in Sicherheit wiegen, bevor ich jetzt hier das nächste Thema anschneiden kann. Das ist eine sehr merkwürdige Schlucht, bin ich ganz ehrlich. Die gefällt mir nicht ganz und gar nicht. Sie ist mir zu undurchsichtig. Ich traue dem Braten nicht, ich weiß nicht. Wie tief sind wir denn hier? Wo sind wir? Auf 39. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Schlucht, liebe Leute. Ich bin natürlich offen für alles. So. Okay. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Eisen. Das ist gut. Das ist immer gut. Und hier endet die Schlucht auch. Eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Schlucht. Und jetzt bin ich fast gewillt oder geneigt, mich hier runter zu graben, und zwar genau hier. Na, lass mich los. Warum? Weil ich nicht glauben möchte, ganz einfach, dass das schon alles war. Dann machen wir das, dann graben wir uns einfach mal ein bisschen tiefer. Irgendwo finden wir sowieso schon eine Höhle. Das ist Minecraft, da findet man einfach Höhlen. Das ist natürlich der Abstieg hier besonders interessant und aufregend. Ach, ist das ätzend. Aber ich will einfach nicht... Oder soll ich doch wieder nach oben und dann gucken, ob wir eine Schlucht finden und dann uns da runter? Ja, ich würde sagen... Aber ich weiß das nicht. Aber es ist schwer. Aber hier ist erstmal Kohle. Die nehmen wir dann erstmal. Strip Mining will ich natürlich nicht betreiben hier. Aber das kommt dann automatisch, wenn man sich einfach so runtergräbt, um auf andere Ebenen zu kommen oder eventuell neue Höhlen zu erschließen. Das eine schließt ja das andere dann nicht aus, zwangsläufig. Ne? Und ich wollte vorhin noch was sagen. Aber momentan, oder ich würde sagen, doch, das kann man jetzt thematisieren, weil jetzt haben wir sowieso nur drüge Bullen arbeiten. Ja, was ich sagen wollte, ich werde ja neben den normalen Let's Plays auch ein weiteres Format, betreiben. Und zwar, neue Playlist angespielt, wo ich halt mir einige Spiele angucke, ob sie mir gefallen, und dann natürlich noch gucken, resonanzmäßig, ob sie euch gefallen, und dann eventuell in ein fertiges oder ein normal laufendes Let's Play aufnehme. Und da habe ich gedacht... Vielleicht spielst du dann auch mal sowas wie World of Warcraft. Weil das ist natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Spiel, das ich sehr geliebt habe oder auch noch sehr mag. Also richtig gesuchtet habe ich es damals. Und ich mag es auch, und vor allem jetzt erst recht, jetzt wo das neue Add-on gerade draußen ist. Natürlich gibt es 1000 Leute, die dazu schon ein Let's Play gemacht haben. Aber ganz ehrlich, ich will es ja nur antesten. Ob ich das überhaupt Let's Playen würde. Und dann ist natürlich die Frage... Ah, okay, hier ist Wasser. Und wenn hier Wasser... Okay, wenn hier Wasser ist, das heißt, dann dürfte es hier auch ein bisschen nach oben gehen. Schließe ich jetzt jedenfalls nicht aus. Darf ich mal bitte hier hoch? Und hoffentlich kriege ich jetzt keinen aufs Maul. Okay. Okay, ich bin hier, glaube ich, ein bisschen... Huch. Merkwürdige Sache alles. Und ich würde mal sagen, da hinten... Kann ich da? So, dann gehe ich mal hoch. Hoch. Na, komm schon. So. Und hier ist eine kleine Höhle. Ich glaube, die ist gar nicht als solche ausgelegt. Ich komme mir hier merkwürdig vor. Jedenfalls ist WoW ein Titel, das ich eventuell gerne mal anspielen möchte, um zu gucken, ob ich das in ein laufendes Let's Play aufnehmen möchte. Und wenn ja, wie mache ich das? Fange ich mit einem neuen Charakter von 1 an? Oder
fange ich gleich bei Level 90 an. Level 90 Boost, ich weiß nicht, kriegt man den? Man hat den als Vorbesteller bekommen, den Level 90 Boost. Welche Höhe bin ich? 23, gut, da geht noch ein bisschen was. Letztens hat mir mein Schwager erzählt, dass man den Level 90 Boost jetzt so oder so bekommt. Aua. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht mehr up to date. Ich habe mich da jetzt auch nicht versucht zu informieren, großartig. Wisst ihr da was? Weil dann könnte man natürlich auch sagen, pass mal up, dann springe ich einfach auf Level 90 und machen gleich das Add-on. Aber wie gesagt, da gucken wir uns das erstmal. Das war jetzt blöd. Okay, irgendwie habe ich das falsch gemacht. Aber egal. Ich will nicht aufgeben. Und ich weiß nicht, ob dieses Unterfangen hier wirklich Sinn macht. Ich schäme mich fast schon, dass ich wieder so weit, dass ich mich habe hinreißen lassen. Ach, Lapis, guck an. Schön, freue ich mich. Freue ich mich wirklich. Weil, wie jeder weiß, oder wissen sollte mittlerweile, der meine Let's Plays verfolgt, ich liebe Lapis. Einfach nur, weil man aus neuen Lapis, wenn man so die Lapis-Blöcke macht, aus neuen Lapis, die Blöcke, die finde ich einfach vor allem auch in, mit diesem Texturenpaket einfach nur göttlich. Einfach nur genial. Aber, liebe Leute, ich würde gerne, nennt mich jetzt quengelig, aber ich würde jetzt gerne zumindest mal eine Höhle erschließen. Hallo? Höhle? 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 Höhle, Höhle? Ich höre wieder Wasser, aber wo? Ui, guck an. Ach, schön. Mit Lava. Lava und Wasser, das ist doch, ja, Tofte. Welche Höhe? Wir sind auf Höhe 12. Das heißt, wir sind tatsächlich auf Diamantenhöhe. Das heißt, ich wäre jetzt gar nicht so abgeneigt, den einen oder anderen Diamanten für uns zu erhaschen. So, da machen wir mal dicht. Das ist aber merkwürdig hier. So, so und so und so und so. Irgendwie hat sich das geändert. Das sah doch nicht so aus, oder? Also diese... Langsam. Wow, das sieht richtig genial aus. Oh, das war doch nicht so grell hell. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Dich selber. Ja, also abschließend, bevor ich mich hier wieder 10.000 Mal wiederhole, falls ihr Interesse habt an ein WoW, schreibt es mir bitte. Und wenn ja, dann bitte wie? Von Level 1 an? Von der Pike auf? Oder sollen wir gleich von Level 90 beginnen? Wie gesagt, wenn dies der Fall ist, falls ihr euch das wünscht, und ich beim Kauf von Walls of Draenor einen Level 90 Boost bekomme, dann alles super. Ansonsten müsste ich mal eben schnell auf Level 90 hochspielen, was jetzt aber auch nicht wirklich ein Aufwand ist. Ist halt ein Tag oder zwei gespielt, je nachdem, wie ich die Zeit dazu habe. Man muss ja auch nicht komplett sofort alles haben und machen. Aber wie gesagt, da sehen wir uns die Sache noch an. Weil ansonsten, man hat ja generell gesagt, ein MMO, aber irgendwie wüsste ich jetzt nicht welches, außer WoW. Da gibt es natürlich Star Wars The Old Republic. Das habe ich ja geliebt, aber ich finde irgendwie, ja, ich weiß nicht, hat reizt nicht mehr. Und WoW ist halt altbekannt und da gibt es ein neues Add-on. Und wir haben Diamanten. Wir haben Diamanten und wir werden sterben. Wir werden sterben. Ich mache ein Beweisfoto. So. Und wir werden sterben.